Hallo und schönen guten Morgen aus Straßburg und zum letzten Mal dieses Jahr mit meinem Podcast aus der aktuellen Straßburg-Sitzungswoche. Ja, als Reaktion auf eine Mitteilung der Europäischen Kommission haben der Industrieausschuss gemeinsam mit dem Binnenmarktausschuss am Montag auch ihre Schwerpunkte auf dem Weg zum digitalen Binnenmarkt festgelegt. Wir haben uns entschlossen, einen gemeinsamen Rechtsrahmen für Industrie 4.0 festzulegen. Wir wollen starke Verbraucherrechte beim grenzüberschreitenden Online-Shopping, Untersuchungen auch der Auswirkungen der Digitalisierung natürlich auf die Beschäftigte und die Plenarabstimmung für diese beiden sehr wichtigen Dossiers, die wird voraussichtlich im Januar sein. Ein weiteres wichtiges Dossier ist die Energieunion. Am Mittwoch hat das Parlament einen Bericht zur Energieunion auch angenommen. Über das Projekt Energieunion habe ich ja auch bereits schon mehrfach berichtet. Es ist ein wirklich sehr langfristiges Projekt auf europäischer Ebene mit dem Ziel, eine gemeinsame europäische Energieunion zu bilden, nach dem Modell auch der Währungsunion. Ziel ist es, die momentan doch wirklich stark unterschiedlichen nationalen Energiepolitiken miteinander zu harmonisieren. Und diese Woche haben wir also unsere Empfehlungen für die Energieunion abgegeben. In diesem Bericht fordern wir eine europäische Energieunion mit ganz klaren, nachhaltigen Akzenten. Der Bericht spiegelt also ganz klar die Tendenz wider, sich auf der Weltklimakonferenz in Paris ganz deutlich ja auch schon abgezeichnet hat. Wir müssen langfristig weg von umweltschädlichen und CO2-lastigen fossilen Energiequellen hin zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Und zwar in ganz Europa, nicht nur isoliert in der Bundesrepublik. Dann haben wir uns auch noch zum Datenschutzpaket geäußert. Und nach jahrelangen Ringen gab es jetzt am Mittwoch endlich eine Einigung zwischen dem Rat, dem Parlament und der Kommission für das Datenschutzpaket. Somit wurde das total veraltete EU-Datenschutzrecht von 1995 überarbeitet und fit gemacht für das digitale Zeitalter. Es geht dabei zum Beispiel um ganz strenge Regeln zur Einwilligung in die Datenverarbeitung und scharfe Sanktionen dann auch für Firmen, Unternehmen, die sich nicht daran halten. Sehr, sehr, sehr beeindruckend diese Woche war die Vergabe des Sacharow-Preises. Diese Woche, das Sacharow-Preis ist ja der Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments und er wurde dieses Mal an den saudi-arabischen Blogger und Menschenrechtsaktivisten Raif Badawi verliehen. Da er leider immer noch in Haft ist und hat diesmal seine in Kanada lebende Ehefrau Ensa Faida den Preis entgegengenommen. Es war wirklich sehr, sehr bewegend und es ist unglaublich, dass es immer noch auf der Welt solche Regime gibt, die solche menschenverachtenden Strafen verhängen können, nur für jemanden, der lediglich die Menschenrechte für sich einfordert. Ja, und damit ist das Jahr, das politische Jahr, jetzt auch in Straßburg zu Ende gegangen. Ich möchte mich noch bei all denen bedanken, die mich unterstützt haben, die sich auch die Podcasts angeguckt haben. Ich fand das sehr positiv. Ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen und werde das dann auch im nächsten Jahr so weitermachen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen allen in Nordhessen und anderswo auf der Welt ein gesegnetes und ich denke, das ist ganz wichtig, ein friedliches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein hoffentlich friedvolleres Jahr 2016. Bis dahin, eure Martina.